Hallo und willkommen zu einer weiteren Folge im Imperial Galactic Survival hier mit dem Feljack. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ja, wir haben in der letzten Folge die Blinkfrequenz der Lichter da vorne eingestellt. Wenn man das mal so ein bisschen sieht hier, ne? Es geht von rechts nach links und wir haben das Flugfeld ein bisschen schon kreiert, sage ich mal. Aber so richtig gefällt es mir noch nicht. Ich glaube, wir machen da noch eins zwischen. Und zwar genau in die Mitte. Jetzt müssen wir natürlich alles anpassen. Das heißt, 10, 20, 30. Die anderen müssen wir ändern dann. Erstmal rot. Blinkfrequenz 1. Und was habe ich jetzt gesagt? 30, ne? 30%, so. Der muss jetzt auf 40. Na. Auf 40 und der kommt auf 50%. So. Wie sieht das jetzt aus? Na, sieht schon ganz cool aus, ne? Von rechts nach links. Und da fängt er an, blinkt bis dahin rüber. Aber es ist ein bisschen schnell, ne? Oder? Das ist okay so. Also sieht aus, als wenn der da ein bisschen verzögert ist, finde ich. Aber wir lassen es erstmal so. Erstmal lassen wir es so. Wir wollen noch ein bisschen Geländer bauen hier. Und zwar, ja, wir nehmen mal diese guten Brüders hier. So, jetzt wollen wir mal... Oh, bräuchte mal ein bisschen Licht so. Zack. Weil zu den Geschützen soll ja keiner. Das ist ja... Ne, ist Tabuzone. Da müssen wir auch noch irgendwie dann was ziehen. So, will ich das lassen hier. Vorne und hinten will ich jetzt nichts irgendwie machen eigentlich. Wohl können wir eigentlich doch mal, ne? Haben wir hier noch ein Geländer. Boah, da hat sich's erledigt mit den Geländern. Da müssen wir nochmal einen Konstruktor und nochmal ein paar machen. Kommen wir nicht drum rum. Leider, leider, leider. Blöcke. Oh. Nein, nein. Nicht. Oh, falsche Taste. 50 machen wir mal. Obwohl, wir können eigentlich auch 100 machen, ne? Wir können auch 100 davon machen. Ja, hier richtig machen. So. Ach, nicht die Drohne. So, den. Zack, rein. Zack. Rein. Und das hier will ich. So, dann malen wir das natürlich auch ein bisschen an hier. Ich würde sagen, wir machen es auch rot. Aber wir machen keine Symbole oder so. Kann man nicht ziehen, muss man einzeln klicken. Na, so. Dann sieht das so aus bis jetzt. Ja, das Problem ist, warte mal, das habe ich hier, ne? Oder? Warte mal, wo kommt denn hier? Das krasse Licht weg. Hier, ne? Müssen wir mal wegmachen. Und dann sieht man das hier auch mal ein bisschen. Ja, ich hatte das da hingemacht. Hatte ich ja gesehen, damit ich Licht bekomme irgendwie. Dann immer noch nicht richtig. Nein, falsch. Hier muss ich mal... Oder wir müssen hier mal... Nase juckt. L, Licht ausmachen. So. Doch, das geht, ne? Sieht gut aus, finde ich. Nur von hier gucken. Oh. War schon ganz gut hier oben auf Geschütz, ne? So. Gut, wenn das eine längere Strecke wäre, würde das natürlich noch besser aussehen. Aber das passt schon so ein bisschen, ne? Es ist, das leuchtet hier auch schön. Und wir haben eine schöne Leuchtspur drin, durch die Licht, durch die Landelichter sozusagen. Ja, das sieht schon ganz okay aus, finde ich.
Licht wieder anmachen. Und jetzt, ja, soll ich das offen lassen oder soll ich das nicht offen lassen? Das ist so die Preisfrage. Oder mache ich es zu? Und nehme ich ein anderes Geländer. Weil sieht das schon ein bisschen doof aus irgendwie, ne? Wie habe ich die denn gemacht? Habe ich die auch so gemacht? Mal so. Dann habe ich da jetzt drei auch, ne? Vier, fünf. So. Genau, machen wir das so auch. So, dann möchte ich hier gerne. Ne, müssen wir hier machen. Mache ich mit denen hier hin. Und orange vielleicht. Muss ich mal gucken. Ja, so ist das okay, würde ich sagen. Hm. Ja, machen wir mit. Ja, doch, das geht so. Aber so. Wir gucken erstmal, ob das so passt. So. Ja, das sollte eigentlich. Ne, das müssen wir anders machen. Müssen wir wegmachen wieder. Und hier auch. Hä? Warum macht ihr jetzt orange? Ey. Aber so. Das gefällt mir nicht, weil das steht hier über. Das hat ja gar nichts hier zu suchen, ne? Sieht dann ein bisschen zu dämlich aus. Dann würde ich es lieber anders machen. Dann würde ich lieber wieder das nehmen. Und wieder orange. Aber dann möchte ich den hier ansetzen. Genau. Ne, warte mal. Habe ich den? Ne, den. Doch, ist richtig. Ein noch, ne? So. Dann lassen wir lieber die Ecken. Dann machen wir dann eh was anderes hin oder so. Da er ja nicht diese Rundung hat, ne? So, sieht ja das jetzt schon ganz anders aus. Das gefällt mir schon echt mit den Landelichtern da. Das hat schon was. Kann man die ein bisschen. Das könnte ich mal noch schnell gucken. Kann man die ein bisschen verändern? Oh, falsche Richtung. P. Ne, nur die Blinkfrequenz, die Blinklänge und die Blinkverzögerung. Ich hätte jetzt gesagt, die, ich hätte jetzt gesagt, wenn man irgendwie, wie soll ich sagen? Wenn man die, sag doch mal, die Stärke so gesehen, ne? Dass man die Stärke mehr macht. Aber das geht ja nicht. So. Ist sie gemacht? Ne? So muss das machen. Genau. Jetzt ist richtig. Wenn wir es mal auf allen jetzt machen hier, dann haben wir die schon mal fertig. Oh, jetzt habe ich wieder. Mann, jetzt habe ich wieder verkehrt gemacht. Gar nicht so einfach, Leute. Einfach mal anmalen ist nicht hier. Bin ganz schön konzentrieren hier wegen dem Mist. So, wir können auch mal kurz mal hier rein. So, abheben hier eine Runde. Bau, alt. So zum Beispiel. Jetzt kann man mal ein bisschen gucken, dass wir so ein bisschen gerade sind.
ist nicht so einfach. Perfekt. Hat Luft und wackelt. Sauber. Mal guck, da steht unser Flitzer schon hier drauf. Habe ich auch ganz gut abgepasst hier. Sieht gut aus, ne? Ja, finde ich auch. Dann müssen wir dann nochmal abändern. Jetzt haben wir noch eins eingeschützt, noch, wo wir noch einmal rum müssen. Mit der Textur. So sieht das aus bei Felsic im Basisbau. Ach, ich liebe Basisbau, ne? Also viele lieben ja den Raumschiffbau, aber ich liebe den Basisbau. Da kann ich mir richtig austoben. So. Jetzt müssen wir nur mal überlegen, was wir auf diese Ecken machen. Wo hatte ich jetzt einen übrig zu viel gemacht? Hier auf der hinteren Ecke, ne? Den habe ich zu viel gemacht. Das heißt, der muss weg, entfernen. Nicht. So. Der musste weg wieder. Und jetzt müssen wir halt mal gucken, was wir da auf den Ecken machen, weil das sieht ein bisschen beschränkt aus, so, ne, oder? So sieht das jetzt aus. Da hinten auch. Da und da. Das hat schon was. Da haben wir dann unser Landefeld schon. Aber wir haben noch jede Menge Platz hier drauf, ne? Wir haben noch jede Menge Platz. Also viel, viel Potenzial für neue Ideen. Hier mache ich jetzt mal eine neue Farbe drauf, würde ich sagen. Können wir auch mal ein bisschen abändern. Oh, ganz in Gelb, Feljack, jetzt geht's los. Bisschen bunt, ne? Kann er den eigentlich nicht mehr durchziehen, ne? Ich will nur mal gucken, wie das aussieht. Nee, in Gelb ist das ein bisschen zu, weiß ich nicht. Und sowas hier, ein bisschen dunkleres. Aber so passt das doch, ne? So sieht das doch nicht schlecht aus. Was musst du alles einzeln anklicken, ne? Ätzend. Ätzend. Ja, und hier kommt die Basisbaufreaks richtig auf ihre Kosten, ne? So. Nächsten. Und so wird das nach und nach alles hier fertig. Das wird jetzt, denke ich mal, mehrere Folgen so sein. Also nicht viele, so 2, 3, 4 Folgen. Aber gut, wir sind ja schon in der zweiten jetzt. Vielleicht so 3 oder 4 Folgen damit, dass wir hier nur Basisbau erstmal machen. Danach werden wir uns mal anderen Sachen widmen. Die Basis soll ja fertig werden. Darum geht es mir. Deswegen beeile ich mich auch so, dass die schnell fertig wird. Damit wir uns anderen Sachen widmen können halt, ne? Mal was essen. So. Oh, warte mal. Da habe ich schon falsch hier. Die sind hochkant hier. Warum das denn? Warum sind die hochkant? Ist das schon wieder? Hier, ne? Mal schön kaputt hier. Können wir gleich mal reparieren. Aber nur minimal. Soll der schon einheitlich aussehen, finde ich. Und nicht einer so, ne? Das ist ja. Das sieht ja sonst dämlich aus. So, dann können wir den letzten noch schnell machen. Den nehme ich auch weg. Da kommen sie schon wieder, die Hampelmänner. Brauchen wieder ein bisschen Schläger. Aus der Fälle, die Leute, die Drohnen mal wieder zurechtweisen. Mal denen mal zeigen, wo der Hammer hängt. So, wo sind sie? Ich hoffe, nur ein Drohnentransporter. Nerv mich nicht hier. Oh, ist sogar einer.
Kommt sogar ein Truppentransporter, dahin kommt er angedackelt. Was ein Horst, ey. Was für ein Horst. Oh, jetzt kriegst du Packung, Keuler. Sind die Plattformen sogar noch erhöht? Jetzt kriegst du richtig Action hier. Zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. 8 Sekunden ist er weg. 8 Sekunden hat er ausgehalten. Ich habe extra mitgezählt. Ich wollte wissen, wie lange er überhaupt, bis er drauf geht. Schrotze mal nachladen. Was hat er denn Schönes hier? Oh, hier. Pulsgewehr, Lasergewehr, Antistrahlung und was zum Bauen hier. Guck mal, wie ein Überraschungsei ist das hier. Kinderverarschungseier mit Reißzwecken und Säure. Und Sonne, ihr kennt das ja. Onkel Hotte und so. Wer es nicht kennt. So, gut. Haben wir. Fertig erstmal soweit. Okay. Das sieht jetzt auch ein bisschen doof aus hier, ne? Oh, habe ich ihn hier gemacht? Holla die Waldfee. Hier habe ich... Die hat Felsig Mist gemacht. Felsig machst du denn hier wieder? Jetzt muss ich wieder auf Symbole. Und dann muss ich wieder hier rauf. Und dann muss ich... Hier rauf? Nee. hier rauf. So. Nee, ist das richtig jetzt? Nee, ist nicht das richtige Rot, ne? Klar? Es geht nicht heller. Ach, das ist nicht rot, das ist orange. So, wollte ich ja sagen. Also optisch passte das nicht so ganz. Jetzt müssen wir mal gucken. Kein hiervon. Und wir brauchen jetzt einfach mal das. Dann mache ich das so. Also sieht das bekackt aus. Die Texturen darunter müssen wir auch noch ändern, irgendwie. Man könnte es auch so machen, ne? Jetzt sieht das dann nicht so dämlich aus. Test. Heißt, ist auch nicht optimal. Ist jetzt dunkel, ne? Sieht man nicht so gut. Apropos dunkel. Da könnte man sogar noch ein paar Lichter machen, aber dann sind jetzt erstmal diese ganzen... So habe ich eigentlich... Nee. Aber welcher war das nochmal? Nein. 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 Genau. Warum... Hä, wieso habe ich denn hier... Wieso habe ich denn hier eine Ecke? Ach, ich habe den falschen Block hier drinnen, ne? Lol, Alter, das sehe ich jetzt erst. Ich habe da einen falschen Block reingemacht. Diese Blöcke sollen da rein. Ne? Und da hinten habe ich einen komplett anderen reingemacht. Ich Depp. Habe ich das überall so gemacht? Ja, da sind doch auch die... Da ist auch eine Spitze und hier ist auch eine Spitze. Okay, dann ist der noch fehlerhaft. Da muss ich den... Oh, da muss ich den nochmal umbauen, ne? Deswegen steht da auch was über. Ist alles kaputt hier, ne? Wisst ihr, hier sind auch spitze Blöcke. Das ist nur da hinten. Da habe ich so einen eingeditscht Block genommen. Aber ich bin auch ein bisschen bescheuert, weil das ist das Gelb, ne? Ne, auch nicht. Ja, das sieht auf der Textur einfach nicht aus. Das sieht so schön fein aus. Warte mal, lass mal gucken wegen... Können wir das überhaupt machen? Ne, das ist hässlicher. Hässlich. Oh, hässlicher. Oh ne, das ist ja noch hässlicher. Aber so könnte man das machen, ne? Ja, natürlich, ja. Ist ja nicht eher drauf gekommen. Warum sagt ihr denn nichts, ja? Was da alles verdellt ist hier. Das sieht doch viel besser aus. Oh, seht ihr? Das sieht doch schon ganz cool aus. Dann noch ein bisschen reparieren, ein paar Lichter, andere Texturen noch. Und hier oben drauf könnte man vielleicht auch noch eine Kleinigkeit vielleicht machen.
Das wäre eine Idee schon, ne? Also man... Ja, auch, oh, guck mal, unterschiedlich. Da ist es rot, das ist orange. Hä? Habe ich die Farbe gewechselt? Ah ne, das ist der Untergrund, oder? Das ist der Untergrund. Erstmal war das jetzt. Das muss erstmal alles einheitlich sein. Sonst wäre ich ja wahnsinnig. Da ist schon wieder alles kaputt. Aber es wird langsam. Wo sich noch viele am Anfang vom Kopf gepackt haben. Boah, baut der eine Basis, ey. Voll das Riesenloch, ey. Bin ja mal gespannt, was das wird. Ja, guck, wie weit wir jetzt schon sind. Sind fast fertig. Fast. Muss wirklich nur noch die obere Fläche hier gemacht werden. Unten haben wir alles fertig. Habe ich alles fertig gebaut. Ist und die haben diese abgeschrägten Blöcke. Die sehen auch total scheiße aus. Ist mir das nicht aufgefallen ist. Auf jeder Seite habe ich so einen. Und deswegen haben wir auch dieses Dreieck hier auf der Erde. So, schön. Haben wir auch geschafft in dieser Folge. Mensch. Dann würde ich sagen, danke fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch etwas gefallen. Es hat euch Spaß gemacht, mir zuzusehen. Und wir werden auf jeden Fall weiterbauen in der nächsten Folge. Mal gucken. Ich werde mir jetzt was überlegen, was wir als nächstes machen. Ich denke mal, wir werden erstmal ein bisschen Textur machen hier. Weil wir müssen ja mal gucken, ne, dass das besser wird. Mit dem Fahrstuhl, da muss ich mir noch was einfallen lassen. Den möchte ich ungern. Ich möchte ungern so einen blauen Klotz da stehen haben. Und diese Antennen und alles, das muss auch irgendwie anders stehen. Vielleicht, dass wir die hier mittig machen. Ich habe mir Platz gelassen extra. Und den ganzen Eingangsbereich von außen müssen wir auch noch dekorieren. Und außenrum natürlich auch noch so ein bisschen. Muss ich mal schauen, wie ich das mache. Da wird viel Deko kommen und so. Und das hässliche blaue Tor. Und naja, da gucken wir nächste Folge. Vielen Dank, dass ihr mit dabei wart. Daumen nach oben, Abo-Glocke nicht vergessen. Kanalmitgliedschaft. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.